Der Menschheit droht die völlige Vernichtung. Ein Neutronenstern ist auf Kollisionskurs mit der Erde. In diesem Szenario bleiben nur noch 40 Jahre, bis er jegliches Leben auf unserem Planeten auslöschen wird. Gelingt es, rechtzeitig ein Raumschiff für die Flucht in den Weltraum zu bauen und so den Fortbestand der Menschheit zu sichern? Wenn eine Katastrophe diesen Ausmaßes droht, besteht die Gefahr, dass Kulte oder fundamentalistische Gruppen entstehen, die das Rettungsprojekt sabotieren wollen. Dies ist Sperrgebiet. Halten Sie unverzüglich an. In Erzählungen der Bibel und anderer religiöser Schriften wird die Menschheit immer wieder ausgelöscht. Manche werden die Situation in diese Richtung deuten. Es gilt also, sich vor Menschen zu schützen, die die Reise ins All verhindern wollen. Dieser Bereich von Starship City ist vermint. Ihr Fahrzeug wird zerstört werden. Nach Angaben einer Horizon-Sprecherin haben mehr als 30 Terroranschläge zu ernsthaften Verzögerungen beim Projekt geführt, das ohnehin mit dem engen Zeitrahmen zu kämpfen hat. Das Horizon-Projekt hat heute erneut einen Rückschlag erlitten, als 45 Wissenschaftler von Starship City zur Konkurrenz gewechselt sind. Ein Konsortium sehr vermögender Privatleute hat im Geheimen ein weiteres Evakuierungsschiff entwickeln lassen, um von der Erde fliehen zu können. Wahrscheinlich wird nicht nur der Staat eine Weltraumarche bauen lassen. Privatleute können das auch tun. Es spricht nichts dagegen, wenn man das Geld hat. Ultrareiche wie Bill Gates und Richard Branson mit ihren Multimilliarden-Dollar-Unternehmen könnten sich zusammentun und versuchen, ihr eigenes Raumschiff zu bauen. Wir setzen unser Gespräch mit dem Milliardär und Technologen William Jeffers fort. Ist ein Rettungsschiff voller Milliardäre nicht eine Beleidigung für die Menschheit? Ich sehe das anders. Warum sollten wir der Regierung die Evakuierung überlassen? Vermögende Privatleute finanzieren das Schiff, das wir Savior One getauft haben. Warum sollten sie dann nicht mitreisen dürfen? Privatpersonen engagieren sich immer mehr in der kommerziellen Raumfahrt. Einer Menge Menschen ist nicht klar, dass viele Raketen, die jedes Jahr starten, nicht der NASA gehören. Der Preis für ein einziges ihrer Evakuierungstickets liegt bei 500 Millionen Dollar. Wenn man bedenkt, was unser Vorhaben kostet, ist das ein Schnäppchen. That's a bargain. Wenn sich abzeichnet, dass unser Sonnensystem nicht zu retten ist, müssen wir nach anderen Systemen mit bewohnbaren Planeten suchen. Wir nehmen an, dass es erdähnliche Planeten gibt. Vor 20 Jahren war das eine rein philosophische Aussage. Inzwischen sind wir überzeugt davon. Es fragt sich nur, wann wir sie finden und wie weit sie entfernt sind. Es wird nicht leicht, aber Weltraumteleskope suchen bereits nach erdähnlichen Planeten, die andere Sterne umkreisen. Das produktivste ist das Kepler-Weltraumteleskop. Es folgt der Erde auf ihrer Umlaufbahn. Alle 6 Sekunden checkt es mehr als 150.000 Sterne und sucht nach kleinsten Abdunklungen, die zeigen, dass ein Planet vor einem Stern vorbeizieht.
Dieser Helligkeitsabfall ist eine kleine Finsternis. Hin und wieder schiebt sich ein Planet zwischen die Erde und sein Zentralgestirn und verdunkelt es minimal. Wenn man einen Stern beobachtet, zeigt eben diese Lichtveränderung an, dass sich dort ein Planet befindet. Kepler hat rund 2000 potenzielle Planeten gefunden, manche so groß wie die Erde, manche kleiner. Lauter potenzielle Ersatzplaneten, aber leider sind sie alle sehr weit weg. Keplers Beobachtungsobjekte sind 1000 bis 1500 Lichtjahre entfernt. In solcher Entfernung könnten wir also einen Planeten entdecken, nicht aber in der Nähe der Erde. Wir brauchen einen erdnahen Planeten. Je mehr Zeit wir in einem Raumschiff verbringen, desto mehr kann schiefgehen und desto größer die Gefahr für das Überleben der Menschheit. Optimal wäre natürlich ein erdähnlicher Planet in der sogenannten habitablen Zone. Die habitable Zone ist der Abstandsbereich zu einem Stern, der flüssiges Wasser auf der Oberfläche des Planeten ermöglicht. In der Biologie ist flüssiges Wasser von zentraler Bedeutung. Es spielt eine wichtige Rolle in der Chemie des Lebens. Dann kommt die Zusammensetzung der Atmosphäre ins Spiel. Sauerstoff und Methan in einer Atmosphäre sind ein deutliches Zeichen für Leben auf dem jeweiligen Planeten. Diese beiden Moleküle sind sehr reaktionsfreudig und müssen immer wieder nachproduziert werden. Auf der Erde machen das Organismen. Selbst wenn wir einen Planeten in der habitablen Zone seines Sterns finden, der die richtige Temperatur und Oberflächengravitation, vielleicht sogar eine blühende Biosphäre hat, bleiben immer noch unbekannte Faktoren, die Neuankömmlinge das Leben kosten könnten. Zum Beispiel Windgeschwindigkeiten. Bei 80 Kilometern pro Stunde wird es für Menschen kritisch. Auf manchen Planeten könnten sie über 300 Kilometer pro Stunde schnell sein. Wir könnten dort ankommen und feststellen, dass doch kein angenehmes, gemäßigtes Klima herrscht. Vielleicht hat der Planet eine verrückte Chemie und ungewöhnlichen Vulkanismus und ist völlig unbewohnbar. Ich hätte die Befürchtung, dass wir den Planeten erreichen und auf giftige Gase stoßen, von denen wir nichts ahnen. Solche Details zeigen sich erst an Ort und Stelle. Aus der Ferne können wir bestenfalls vermuten, welche Planeten Leben beherbergen und ob Menschen dort existieren könnten. Früher oder später müssen wir einfach Risiken eingehen. Das wär's. Hat jemand Einwände gegen diesen Vorschlag? Wir müssen den Geräten und Messungen vertrauen, das Ziel bestimmen und einfach aufbrechen. Das ist die mit Abstand beste Option. In dieser Situation müssen wir schnell entscheiden. Wir dürfen nicht die Menschheit gefährden, indem wir alles zu Tode analysieren. Die Wissenschaftler in Starship City haben die neue Heimat der Menschheit gefunden. Der Planet hat eine sauerstoffreiche Atmosphäre und möglicherweise sogar Vegetation. Er kreist knapp 6 Lichtjahre entfernt um eine Sonne namens Barnard's Stern. Nach jüngsten Berechnungen könnten wir ihn in 80 bis 100 Jahren erreichen. Er heißt Barnard C352, aber Forscher nennen ihn bereits Erde 2. Hä?
Wenn der Neutronenstern unser Sonnensystem erreicht, zieht er alles Mögliche an. Materie, Bruchstücke von Asteroiden, Kometen. Wenn sie auf seine Oberfläche treffen, ist das, als ob Atombomben explodieren. Der Stern wird dann beginnen, Strahlung auszusenden und alles in seinem Weg zu verbrennen. Die Strahlung des Neutronensterns könnte die Erdatmosphäre durchdringen und ein Loch hineinreißen, während er sich nähert. Und wenn seine Strahlung die Erde trifft, dann gnade uns Gott. By the planet Earth, God help us. Wenn sich der Neutronenstern nähert und seine Strahlung Löcher in die Erdatmosphäre reißt, kann tödliche Strahlung aus dem Weltraum zu uns durchdringen. Wer das überleben will, muss sich schnellstmöglich in Sicherheit bringen. Am besten tief unter der Erde. Je näher der Neutronenstern kommt, desto schlimmer wird es auf der Erde. Die Kluft zwischen den Industrienationen und anderen Ländern wird sich noch vergrößern. In ärmeren Ländern sind die Menschen auf sich selbst gestellt. Es gibt keine Schutzräume oder Ähnliches. Die Strahlung des Neutronensterns hat gestern Abermillionen Menschen getötet, als sie die westliche Hemisphäre traf. Experten zufolge war die Strahlenbelastung höher als im Explosionszentrum von Hiroshima. Die Verluste an vielen Pflanzen dürften weltweit zu Ernährungsengpässen führen. Für viele ist dies der endgültige Beweis, dass die Erde zugrunde geht. Selbst die Strahlung darf uns nicht einen Moment lang von der Arbeit abhalten. Das nackte Überleben unserer Spezies steht auf dem Spiel. Die meisten stellen sich unter einem Raumschiffstart eine Rakete vor, die im Ganzen ins All fliegt. Mit einem Gefährt dieser Größe geht das nicht. Aber man kann ein Raumschiff auch ganz anders bauen. Es ist viel sinnvoller, Einzelteile in den Weltraum zu befördern und sie dort zusammenzusetzen. Auf der Erde ist alles dem Wetter und der Schwerkraft ausgesetzt. Eine Rakete fliegt auf ihrem Weg ins All durch die Atmosphäre und ist mit Atmosphärendruck und Winddynamik konfrontiert. Im Weltraum spielen weder Wetter noch Schwerkraft eine Rolle. Es wäre völlige Verschwendung, etwas für zwei Umgebungen zu entwickeln. Stattdessen kann man sich ganz auf die Gegebenheiten im Weltraum konzentrieren. Etwas derart Komplexes und Riesiges im Weltraum zu bauen, klingt vielleicht ambitioniert. Ist aber nichts Neues. Wir haben bereits Module und Komponenten aus den USA, Russland, Japan und Europa mit unterschiedlichen Trägerraketen in den Erdorbit befördert. Dort wurden sie dann zusammengebaut. Das Ergebnis ist die ISS, die noch immer in Betrieb ist. Durch die ISS haben wir Erfahrung darin gesammelt, Bauteile im Orbit zusammenzusetzen. Keine Frage, es ist eine Herausforderung. Das ist eine völlig andere Größenordnung.
Wir können wahrscheinlich nicht das gesamte Schiff in Starship City bauen, sondern müssen die Produktion über die ganze Welt verteilen. Quasi eine globale Fertigungsstraße. Anders würden wir wohl nicht rechtzeitig fertig. Das ist eines von 63 Werken. Hier fertigen wir Teile für die Weltraumarche. Und es geht nicht nur um ein paar hundert Teile. Es gibt 23 dieser Anlagen hier in China. Sondern um Millionen Einzelteile. Aber einige Länder können das stemmen. Die USA, Russland, Japan, Europa, Indien, alle Raumfahrtnationen sind dazu in der Lage. Sie werden in den Orbit befördert und im Weltraum zusammengesetzt. Die größten Herausforderungen liegen in Systemtechnik, Logistik und Feinabstimmung der Einzelteile. Für ein so umfangreiches Projekt braucht man zahlreiche Produktionsanlagen, vermutlich in verschiedenen Ländern. Überall werden unterschiedliche Werkzeuge und Konstruktionsprozesse eingesetzt. Da muss sichergestellt sein, dass Teil A und Teil B später zusammenpassen und fehlerfrei funktionieren. Es wäre sehr schlecht, erst im All festzustellen, dass die Teile nicht zusammenpassen. Als nächstes müssen die Einzelteile zur Montage von der Erde in den Weltraum befördert werden. Wir könnten Raketen mit chemischem Antrieb nutzen, aber kostengünstiger wäre ein Weltraumlift. Die Idee ist simpel. Man spannt ein Liftkabel zwischen Äquator und geostationärem Orbit, rund 36.000 Kilometer lang. Daran transportieren Fahrstühle dann Fracht in den Weltraum. Ein normaler Lift bringt einen vom Erdgeschoss bis ins oberste Stockwerk. Ein Weltraumlift von der Erde zu einer Raumstation. Die Fahrt in dieser winzigen Kabine durch die Atmosphäre dauert vielleicht Tage oder sogar Wochen, aber man hätte eine tolle Aussicht, so wie Astronauten. Theoretisch könnte man so enorme Lasten in den Weltraum bringen, und zwar relativ kostengünstig, wenn der Lift erst einmal gebaut ist und wenn man ihn denn bauen kann. Das Problem, besonders in unserem engen Zeitrahmen, wäre die nötige Größe dieses Lifts. Uns fehlen noch die Materialien für ein Kabel, das angesichts der Erdanziehungskraft seinem Eigengewicht standhalten kann. Es wäre sehr viel einfacher, die Bauteile per Rakete in den Weltraum zu transportieren. Es wird nicht leicht, all die Raumschiffteile in den Orbit zu schießen, aber es ist machbar. Schon heute können Raketen bis zu 130 Tonnen in eine erdnahe Umlaufbahn befördern. Man könnte also bei jedem Start ziemlich große Teile des Gefährts mitnehmen. Aber selbst wenn der Transport in den Weltraum gelingt, die Arbeit ist damit noch lange nicht getan. Im All gibt es jede Menge Herausforderungen, die das Ganze zu einem sehr riskanten Unterfangen machen. Neueste aus Starship City. Trotz der jüngsten Rückschläge scheint die Arche rechtzeitig fertig zu werden.
Mit über 150 Aufbauflügen pro Woche werden tausende Tonnen Material, Werkzeug und Bauteile zu dem gigantischen Schiff befördert. Mit 24 Kilometern Länge und über 3 Kilometern Breite benötigt das Schiff noch Millionen Tonnen Erde und Millionen Liter Wasser. All das muss in die Umlaufbahn knapp 420 Kilometer über der Erde befördert werden. Die Einzelteile des Raumschiffs in den Weltraum zu befördern, ist noch der leichtere Part. Aber trotz modernster Robotertechnik muss die Montage der Teile von Menschen koordiniert werden. Am schwierigsten werden die Koordination und die Montage im Weltraum selbst. Das geht nicht nur mit Robotern und völlig ohne Menschen. That is absolutely gorgeous. Zero G and I feel fine. Vieles können Roboter erledigen, aber manchmal muss einfach ein Mensch vor Ort sein. Die Konstruktion müsste wohl rund um die Uhr von Astronauten in Raumanzügen überwacht werden, die während des Baus auch Reparaturen und Wartungsarbeiten durchführen. Das ist nicht ungefährlich, denn rund um die Erde ist Weltraummüll mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Wir sind in der Vergangenheit nicht ordentlich genug mit unseren Raumschiffen umgegangen. Bei Raketenexplosionen haben sich hunderte Trümmerteile im Orbit verteilt. Raumschiffe sind ausgefallen, einige sogar kollidiert und dabei in unzählige Teile zersprungen. Dieses Problem könnte sich durch das Projekt noch verschlimmern. Durch die vielen Starts, die dafür nötig sind, könnten nach wenigen Jahren viele alte Raketenstufen mit hoher Geschwindigkeit herumfliegen. Die Trümmer bewegen sich mit bis zu 11 Kilometern pro Sekunde. Das ist schneller als jede Pistolenkugel auf der Erde. Davon getroffen zu werden, hätte fatale Folgen. Beim Bau des Raumschiffs muss man auf Weltraumschrott achten, der aus allen möglichen Richtungen kommen kann. Er darf keinesfalls mit unserem Equipment kollidieren oder es beschädigen. Da kann einiges schiefgehen. Bisher gab es nur Nebenerscheinungen des Neutronensterns wie Strahlung oder Meteoriten. Aber jetzt nähert er sich dem Rand unseres Sonnensystems. Das ist der Anfang vom Ende. Er könnte die Umlaufbahn der Erde ellipsenförmiger machen. Dadurch würden die Jahreszeiten radikal verändert. Uns steht ein weiterer Tag voller Wetterextreme bevor. Los Angeles wird mit einer neuen Kältewelle zu kämpfen haben. 44 Grad unter Null. Der Unterschied zwischen Winter und Sommer wird extrem sein. Kein Vergleich zu den Veränderungen durch die globale Erwärmung. Eine Hitzewelle mit Temperaturen von rund 60 Grad Celsius zieht nach Manitoba. Decken Sie sich mit Trinkwasser ein und verbringen Sie die Mittagszeit im Keller. Und raus. It's
Es liegt in der menschlichen Natur, ums Überleben zu kämpfen. Also werden sicher einige Gruppen ihre eigenen Raumschiffe bauen. Vielleicht werden sie sogar schneller fertig als die Regierung. In knapp 20 Minuten wird die Savior One starten. Das Evakuierungsraumschiff des verstorbenen Milliardärs Bill Jeffers Sr. Die Liste der 512 Passagiere liest sich wie ein Who is Who der Superreichen und Weltberühmten. Mit an Bord sind 72 Wissenschaftler und Ingenieure mit ihren Familien, die sich die Tickets durch ihre Mitarbeit gesichert haben. Einer der Co-Piloten ist Bill Jeffers Jr. Während der Vorbereitungen zum Start hatten wir Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Mr. Jeffers, das ist ein aufregender Moment, nicht wahr? Auf jeden Fall. Niemand hätte gedacht, dass mein Vater die Gelder auftreiben könnte. Und wir haben den ersten Antimaterieantrieb der Welt entwickelt, den alle für zu gefährlich hielten. Im Namen aller an Bord möchte ich sagen, es gibt immer Hoffnung, wenn man es wagt, das Unmögliche zu versuchen. Savior One, ich warte auf das Go für den finalen Countdown. Automatische Startsequenz läuft. Countdown läuft. 5, 4, 3, 2, 1. Zündung fehlgeschlagen. Es liegt eine Triebwerkstörung vor. Bereit zum Abbruch. Evakuierung der Besatzung und Passagiere wird eingeleitet. Eine Eilmeldung vom Startplatz der Savior One. Vor etwa 5 Minuten kam es beim Startversuch zu einer schweren Explosion. Schon jetzt sagen Kritiker, mit dem gewagten Antimaterieantrieb der Savior One sei die Katastrophe programmiert gewesen. Antimaterie darf keinesfalls mit Materie in Berührung kommen. Der Behälter der Antimaterie muss also völlig luftleer sein und ein Magnetfeld haben, damit die geladenen Partikel nicht die Seitenwände berühren. Ist das nicht gegeben, kommt es zu einer schweren Explosion. Die Untersuchung läuft noch. Aber es scheint, dass die Zündkammer ausreichend Treibstoff für den Start hatte. Das Problem entstand, als die erste Zündung fehlschlug. Es wurde eine zweite Ladung Antimaterie in die Kammer eingebracht. Es war also die zweifache Ladung darin. Als die Zündung gelang, entstand durch die übermäßige Ladung ein Riss in der Vakuumdichtung. Und so geriet Luft in die Kammer. Das Ergebnis haben wir gesehen. Unsere Geschichte, Kunst, Wissenschaft, unsere gesamte Existenz hängt jetzt von einer Handvoll Menschen ab, die das Raumschiff als menschliche Behausung für ein Jahrhundert auslegen. Und ihnen bleiben nur noch wenige Jahre. Die Weltraumarche soll das Überleben der Menschheit sichern. Also muss alles an Bord sein, was man für eine jahrzehntelange Reise braucht. Das Sonnensystem ist reich an Ressourcen. Es gibt Asteroiden und Monde mit Gasen, die als Treibstoff dienen könnten. Allerdings macht die hohe Startgeschwindigkeit von der Erde eine gezielte Annäherung an solche Monde fast unmöglich, da man das Tempo drosseln müsste, um in die gleiche Umlaufbahn zu gelangen, was wiederum mehr Treibstoff verbraucht. Jeder Richtungswechsel, jede Beschleunigung und jedes Abbremsen sind eine Vergeudung von Treibstoff und Zeit. Also muss alles an Bord selbstständig funktionieren, selbst reparierend oder recycelbar sein, denn Boxenstopps sind nicht machbar. Luft, Wasser,
Nahrung. Ohne diese Dinge ist es nicht machbar. Aber zum Glück sind die ersten beiden, Luft und Wasser, im Prinzip dasselbe, wissenschaftlich betrachtet. Man kann Sauerstoff herstellen, indem man elektrischen Strom durch Wasser leitet. Das funktioniert ähnlich wie die Photosynthese bei Pflanzen. Mit einer Kernkraftanlage an Bord kann man sicher und langfristig Strom erzeugen und mittels Hydrolyse Sauerstoff aus Wasser gewinnen. Es gibt also Sauerstoff und Wasser an Bord. Fehlt noch die Nahrung. Es scheint banal, aber das ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem im Weltraum. Das Leben aller Passagiere hängt davon ab, dass wir eine Lösung dafür finden. Wie ernährt man eine 250.000 Menschen über diesen langen Zeitraum? Sie können nicht genug Essen mit an Bord nehmen. Man kann natürlich nicht mit Millionen Konservendosen und Tiefkühlhündchen zu den Sternen fliegen. Die Nahrungsmittelvorräte dürfen nicht irgendwann aufgebraucht sein, sondern müssen sich selbst erneuern, ohne Nachschub von außen. Fleisch wird nicht auf dem Speiseplan stehen. Vielleicht Lebensmittel mit Fleischgeschmack. Mehr aber nicht. Das Problem ist die Effizienz. Für ein Kilo Steak muss ein Rind kiloweise Gras fressen. Wenn es unbedingt tierisches Eiweiß sein soll, sind Würmer oder Kakerlaken eine gute Alternative. Insekten dienen dem Menschen schon lange als Eiweißquelle. Es soll auch Landwirtschaft geben, aber wer weiß. Vielleicht sind die Insekten ja lecker. Es sollten auch Nutzpflanzen angebaut werden. Wir müssen Kulturpflanzen entwickeln, die resistent gegen die Strahlung im Weltraum sind. Wir werden neues Saatgut speziell für die Schwerelosigkeit entwickeln müssen. Mais kann man im All nicht anbauen. Als Ersatz könnten Algen herhalten. Zum Knabbern gibt es also Algencracker. Grüne Waffeln, die wie getrockneter Spinat schmecken. Bestenfalls. Es werden großflächig Nutzpflanzen angebaut. So wird im Raumschiff eine ganz eigene Umwelt samt Klima entstehen. Vielleicht wird es sogar regnen. Wir können nicht vorhersagen, was in 60, 80 Jahren auf der Reise passiert. Wir müssen die Technologien also hier auf der Erde testen. Das Thema Ernährung bringt uns zu einigen Billionen weiterer wichtiger Passagiere. Bakterien. Ohne zusätzliche Mikroben werden die Menschen im All nicht überleben. Mikroorganismen machen rund 2 Kilogramm Körpergewicht bei einem durchschnittlichen Erwachsenen aus. Ohne Bakterien wäre selbst die Verdauung unmöglich. Diese Organismen entstanden vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren und haben die Erde so für alle anderen Lebewesen bewohnbar gemacht. Das Gute an Bakterien, der leichte Transport. Es ist ziemlich einfach, Bakterien mit ins All zu nehmen. Sie können in Ampullen in Flüssigstickstoff oder einer anderen extrem kalten Flüssigkeit lagern. Ähnlich wie Spermien in einer Samenbank. Man könnte auch Genmaterial mitnehmen, um Organismen so zu modifizieren, wie sie gebraucht werden. Das nennt sich Systembiologie, ein neuer Zweig der Biowissenschaften. Organismen mit anderen Genen auszustatten, ist nicht neu. Das wurde schon sehr oft sehr effizient durchgeführt. So hätte man praktisch die Erbinformation von 20 Millionen heute bekannten Genen. Genes we know now.
Damit und mithilfe der vier DNA-Basen könnte man jedes beliebige Gen im Weltraum künstlich herstellen. Und einen Organismus mit Eigenschaften ausstatten, die er vorher nicht hatte. Alle Arbeitsschritte müssen parallel ablaufen. Der Bau des Raumschiffs, die Wahl des Ziels, die Planung zur Versorgung und Ernährung der Evakuierten. Alles muss zeitgleich koordiniert werden, sonst ist es nicht zu schaffen. Der Neutronenstern wartet nicht, bis wir soweit sind. Je näher das Ende rückt, desto deutlicher zeichnet sich unser Schicksal ab. Wenn der Neutronenstern die Planeten am Rand unseres Sonnensystems erreicht, geht es richtig los. Es ist soweit. Erst der F-Ring, dann der A-Ring, dann Cassini. Wir sind die Nächsten. Die Horizon-Arche ist jetzt die letzte Hoffnung der Menschheit. Shuttles bringen die Flüchtlinge zum Raumschiff in den Orbit. Wir haben Zehntausende Auserwählte samt Nahrung, Wasser und Sauerstoff. Spätestens jetzt sollte man an Bord gehen und den Planeten verlassen. Anfangs wird es Passagieren und Mannschaft schwerfallen, nicht den Mut zu verlieren. Heute, nach 6 Monaten technischer Vorbereitung und Konditionstraining, machen sich die ausgewählten Männer und Frauen zur Abreise bereit. Sie verabschieden sich von Freunden und Familie, die sie zurücklassen. Die Umsiedler könnten während der Mission Depressionen kriegen, wenn ihnen klar wird, dass ihre Heimat zerstört wurde. Sie lassen Freunde, Verwandte und Orte zurück, die sie nie wiedersehen werden. Das fällt niemandem leicht. Wir haben großes Glück, als Familie mitreisen zu dürfen. Natürlich gehen wir. Wir haben keine andere Wahl. Hinter diesen Türen durchlaufen die Passagiere das Boarding und eine letzte medizinische Untersuchung, bevor sie mit einem der 100 Shuttles zum Raumschiff gebracht werden. Zum ersten Mal werden Menschen ihren Heimatplaneten verlassen. Eine 250.000 Passagiere werden 60, 80, vielleicht 100 Jahre in einem Raumschiff unterwegs sein. Sie haben vielleicht Angehörige und die Orte ihrer Kindheit zurückgelassen. Es ist wichtig, auf dieser Reise Familienstrukturen zu erhalten und eine Art Zuhause zu schaffen. Die Besatzung ist seit Wochen an Bord und erwartet die Passagiere, die sich vor dem Start noch eingewöhnen müssen. Wenn alles klappt, wird die Weltraumarche das größte Wunder, das der Mensch je auf Erden geschaffen hat. Und das letzte.
Wir gehen davon aus, dass sich die Menschen anständig verhalten. Aber es muss auch Regeln und Gesetze geben, eine Struktur. Der Knackpunkt ist der Zusammenhalt der Gruppe. Werden die Menschen ihre Aufgaben erfüllen? Oder werden sie rebellieren und vielleicht wieder umkehren oder aufgeben? Sie müssen ihr Ziel im Auge behalten, sich nicht in verschiedene Lager spalten oder sich gegenseitig umbringen. Ein ähnliches Problem wie in Großstädten und zwischen Nachbarstaaten. Das gilt es zu meistern. Es werden natürlich verschiedene Nationalitäten an Bord sein. Wer sagt, dass die Vorurteile und Probleme, die es auf der Erde gibt, nicht auf der Reise fortbestehen? Man muss verhindern, dass sich Cliquen oder Gruppen bilden, die sich vom Rest der Passagiere absondern. Man kennt das aus der Schulzeit. Diese Cliquen- und Gruppenbildung sollte auf der Reise auf ein Minimum reduziert werden. Natürlich braucht man auch eine Art Regierung. Welche Gesetze sollen gelten? Die Verfassung der USA? Die Charta der Vereinten Nationen? Und soll es eine Demokratie geben? Das ist eine wichtige Frage, denn sicher möchte man keinen Diktator, der alles bestimmt und zum unumstößlichen Herrscher des Zielplaneten wird. Andererseits braucht man eine Art militärischer Struktur, damit Befehle ausgeführt werden. Und diejenigen, die sie ausgeben, könnten in einer Demokratie abgewählt werden. Das könnte wiederum den Erfolg der Mission gefährden. Es besteht immer die Gefahr, dass Chaos ausbricht. Aber die klugen Köpfe, die das Schiff gebaut und die Passagiere ausgewählt haben, würden auch dafür eine Lösung finden. Das Wichtigste ist, genügend Menschen vorzubringen, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Wenn sich der Neutronenstern der Erde nähert, wird zweierlei passieren. Der Erdkern und die Kruste würden sich langsam erhitzen und schmelzen. Das würde nie dagewesene Erdbeben auslösen. Dann beginnt das Gravitationsfeld des Neutronensterns, unseren Planeten zu zerreißen. Diese Störung der Erdatmosphäre, der Ozeane und der Erdkruste werden die Menschen nicht lange überleben. Die Erdkruste wird aufbrechen und das heiße Innere des Planeten ergießt sich ins Vakuum des Weltalls. Wenn der Neutronenstern die Erde schließlich buchstäblich zerreißt, werden die Menschen dort bereits an Strahlung, Vulkanaktivität oder anderen Dingen gestorben sein. Niemand wird den Schlussakt miterleben, außer den Menschen auf der Arche.
Mit den Überresten der Erde kann alles Mögliche passieren. Sie könnten direkt auf den Neutronenstern stürzen und massive Explosionen auslösen. Oder sie bilden einen Ring in der Umlaufbahn des Neutronensterns. Die Erde könnte quasi ringförmig werden. Wer wird die Ankunft miterleben? Die Lebenserwartung liegt weltweit bei durchschnittlich 70 Jahren. Die meisten ursprünglichen Passagiere werden wohl nicht mehr am Leben sein, wenn der Zielplanet erreicht ist. Wer zu Beginn der Reise um die 50, 60 Jahre alt war, wird es nicht mehr erleben. Wer noch Kind war, aber schon. Es wird sicher ein sehr emotionales Erlebnis. Damit ist das Ende einer langen Reise erreicht. Die Mission war erfolgreich. Es ist ein neuer Anfang. Es wird sicher ein unglaubliches Gefühl, den Planeten zum ersten Mal zu sehen. Aber die Passagiere haben eine große Aufgabe vor sich. Sie müssen dort landen und die menschliche Zivilisation neu aufbauen. Viele halten es sicher für Zeitverschwendung, über den Bau einer Raumschiffarche und die Evakuierung der Erde nachzudenken. Glücklicherweise zwingt uns derzeit keine Bedrohung dazu, aber man sollte sich damit befassen. Denn irgendwann in der Zukunft werden wir den Planeten verlassen wollen, hoffentlich ohne bevorstehende Katastrophe. Verrückt darüber nachzudenken. Es klingt wie Science Fiction. Weltuntergang, kein Zurück. Wir müssen die Erde verlassen. Aber völlig auszuschließen ist es nicht. Es ist auch eine interessante Frage, ob wir uns als Spezies je über unseren Heimatplaneten hinausbegeben werden. In der Evolution auf der Erde wurde die Ausbreitung bestimmter Spezies oft durch Katastrophen ausgelöst, die sie zwangen, sich weiterzuentwickeln. Ein solches Ereignis, so katastrophal es auch wäre, könnte also dafür sorgen, dass die menschliche Spezies niemals ausstirbt, weil sie sich im Universum ausbreitet. Our species will live forever as it propagates out into the universe.